Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir, wie ich das ja versprochen hatte, auf den Golem-Skin gegen den Maxed Golem. Ich habe einige Kämpfe vorbereitet. Wir fangen natürlich mit Level 1 an, steigern uns dann, werden zwischendurch auch noch den Wutzauber draufschmeißen, werden noch gucken, wie es sich denn mit dem Einhorn verhält. Und nun würde ich sagen, direkt rein in die heutige Episode. Okay, los geht es. Was ich jetzt immer als erstes gemacht habe, ich locke immer als erstes jetzt einmal den Golem raus, damit er natürlich, ja, damit der König direkt auf den Golem drauf geht und nicht gleich auf die Clanburg. Das ist ganz wichtig. So, der Golem kümmert sich jetzt mal eben drum. Ja gut, der Barbar hat jetzt einmal draufgeschlagen, das soll jetzt aber eigentlich egal sein. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal diesen Größenvergleich an. Der Golem-König ist so viel größer als der Golem, verliert aber. Er verliert das erste Duell, und zwar ziemlich deutlich. Guckt euch das mal an. Er drischt und er drischt und er drischt, aber er hat keine Chance gegen den Golem. Wir sehen das. Der Golem hat jetzt ja nicht mal die Hälfte der Trefferpunkte verloren. Der König ist jetzt gleich schon kaputt. Also Überraschung in der ersten Runde. König Level 1 verliert gegen Maxed Golem. Aber wir machen natürlich direkt weiter, natürlich das gleiche Spiel wie eben. Wir locken den Golem erst einmal raus aus seinem Häuschen. Ja, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Und jetzt zack, einmal und nochmal. So, jetzt kommt der Golem-König, dieses Mal Level 5. Das bedeutet, er hat schon die Fähigkeit, man kann ihn schon zünden, aber... Oh, wir sehen das, er hat auch noch keine Chance. Allerdings ist die Frage, wie ist das... Falls er ihn jetzt schon erledigt, durch die Fähigkeit, falls der Golem-König den Golem jetzt schon dazu bringt, aufzuplatzen in die Mini-Golems, aber es sieht aktuell noch nicht so gut aus, aber die Größe, ey, das ist immer, ich finde es immer noch so lustig. Ich habe mir jetzt auch schon mal die Kommentare durchgelesen unter der 14-Uhr-Folge. Ich glaube, ich habe sogar nur drei Leute oder zwei gesehen, die den Skin nicht mochten. Die meisten haben ihn schon gefeiert, wobei natürlich auch einige gesagt haben, ist schon ziemlich groß. Der Skin oder beziehungsweise der König ist jetzt schon ziemlich groß. Die Animation finde ich halt so geil, wenn er gezündet ist. Sieht schon cool aus. Und jetzt kriegt er es noch hin, dass er aufplatzt. Ja, er ist noch aufgeplatzt durch den Barbar, der da rauskam. Und jetzt kommt Level 10. Golem-König Level 10 gegen Golem-Max. Also der grüne Golem gegen den übergroßen, muss man ja wirklich sagen, gegen den übergroßen König. Das ist, boah, das ist echt eine Erscheinung. Das ist wirklich eine Erscheinung. Und jetzt guckt es euch an. Er hat immer noch keine Schnitte. Das ist ganz interessant. Er kriegt immer noch mehr Schaden, als er austeilt. Er ist jetzt schon bei der Hälfte, während der Golem eigentlich kaum was abgekriegt hat. Und jetzt gleich, gut, er zündet sich natürlich automatisch gleich, sobald er natürlich in eine, ja, in diesen kritischen Bereich kommt, kurz vor knapp. Dann wird er jetzt gleich gezündet und zwar jetzt. So, wird gezündet, macht auch ordentlich Schaden, aber er kriegt auch noch ordentlich was ab, weil sich der Golem erst auf den König konzentriert und dann auf die Barbaren, und durch die Explosion sind einfach mal alle Barbaren kaputt gegangen. Nun Level 20. Level 20, ich habe auch den Wutzauber dabei, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den jetzt hier benutzt habe, aber erst einmal wieder natürlich, wir locken den Golem erstmal raus und dann kommt Level 20 des Königs. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt. Es sind ja immer mehr Einheiten, die er dann herbeiruft, wenn du ihn zündest. Alle 5 Level geht ja die Fähigkeit von ihm hoch, um ein Level. Und jetzt, na, ist immer noch, am Anfang noch immer noch ein ziemlich ungleiches Duell. Der König verliert schneller an Trefferpunkten als der Golem. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Denn, wir wissen ja die Fähigkeit. Er kann noch gezündet werden, beziehungsweise er zündet sich gleich automatisch. Das habe ich eingestellt. Und jetzt sehen wir es. Warte. Oh, es ist sogar gar nicht mal... Diesmal ist es gar nicht mal so deutlich, finde ich. Es ist diesmal gar nicht mal so deutlich. Wir werden es jetzt sehen. Und jetzt, er wird gezündet. Es ist halt immer die Sache, ob er überlebt, wenn er aufplatzt. Nein, wieder nicht. Wieder nicht. Durch die Explosion, durch den Schaden durch die Explosion, wieder draufgegangen. Unfassbar. Aber jetzt haben wir Level 30. Keine Sorge, wir gehen jetzt gleich nicht in 10er Schritten. Wir gehen jetzt gleich noch so lange, bis er halt den Golem besiegt. Und dann nochmal auf jeden Fall Level 80. Max will ich auf jeden Fall auch nochmal einmal sehen gegen den Golem. Aber wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Golem steht da, ja, ich gucke erstmal in die andere Richtung. Jetzt kommt er rüber, ganz langsam rüber gewatschelt. Jetzt treffen sie sich wieder und zack, zack. Zack, ja, es reicht jetzt, glaube ich. Ich glaube, diesmal gewinnt er. Es ist diesmal echt ein Duell auf Augenhöhe, ne? Vor allem dauert es ja auch immer länger jetzt,
der Kampf, weil natürlich der König immer länger durchhält. Ja, der Golem hat eh viele Trefferpunkte, das war eigentlich bisher nicht das Problem. Dass der Golem zu schnell down ging, nee, der König ging zu schnell down und das ist jetzt ja gerade abgewendet. Oh, jetzt ist gleich soweit. Wird er dann durch die Explosion gezündet, der König? Ich glaube schon, oder geht er direkt kaputt? Oh, jetzt gleich. Jetzt gezündet. Oh, die Mini-Golems. Lol. Unentschieden. Guckt euch das mal an, da sitzt er und es ist ein Unentschieden. Weil durch die Explosion am Ende der Golem-König das Zeitliche gesegnet hat. Und jetzt, achtet. Maxed. Maxed König gegen den Maxed Golem. Und gleich noch Level 1 König mit Einhorn gegen Maxed Golem. Aber jetzt gucken wir erstmal, was jetzt hier passiert. Er läuft jetzt erstmal vorbei, macht aber nichts. Es ist entschieden. Also auf Level 80 ist es definitiv entschieden. Guck mal, wie wenig Schaden er bekommt. Zack, zack, zack. Er drischt und drischt und drischt. Jetzt achten wir mal auf die Explosion vom Golem, was dann passiert. Ein bisschen Schaden hat er natürlich bekommen dadurch, aber man hat es kaum gesehen. Die Mini-Golems, das sind jetzt 3 Schläge pro Mini-Golem und dann war's das. Und dann haben wir einen Sieger. Bei Level 80 natürlich logisch. Aber bei Level 30 war es ja schon unentschieden. Bedeutet, wären wir da noch 2-3 Level höher gegangen, hätte der König natürlich auch schon gewonnen. Logisch. Und jetzt zum Abschluss. König Level 1 mit Einhorn, damit ihr einfach mal seht, wie viel denn in diesem Fall einfach mal der Begleiter ausmacht. Wie viel macht der Begleiter in diesem Fall aus? Wir sehen es jetzt. König kommt mit Einhorn zusammen. Die treffen sich wieder und jetzt König, er läuft erst vorbei. Und jetzt beginnt der Schlagabtausch, aber das Einhorn ist ja quasi safe. Der Golem schlägt nicht aufs Einhorn drauf ein. Das einzig Entscheidende ist gleich, wenn der Golem dann platzen sollte. Was passiert da mit dem Einhorn? Steht es nah genug dran? Kriegt es dann Schaden ab? Wird es draufgehen? Das ist die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen müssen. Ich bin gespannt, was passiert. So, jetzt sehen wir es aus der Nähe. Ja, Golem ist jetzt gleich so bei Hälfte der Trefferpunkte. Ist bei der Hälfte runter jetzt gleich. Der König hält sich eigentlich noch ganz gut. Kriegt natürlich auch immer mal wieder was ab. Das Einhorn versucht zu heilen. Ja, wir werden es sehen. So, weiter. Runter. Oh, knapp. Aber das Einhorn heilt echt gut. Also gefühlt hat er irgendwie gar nicht. Also, ja, wobei ein bisschen verliert er immer. Aber es wirkt halt nicht so, weil das Einhorn ja dann immer wieder aufheilt. Aber dauerhaft verliert er natürlich schon. Aber sie werden es gleich sehen durch die Explosion. Ich bin so gespannt, was wird passieren. Ich weiß es ja eigentlich schon. Beziehungsweise ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, was passiert. Deswegen bin ich so genauso gespannt wie ihr wahrscheinlich. Also wir gucken drauf. Explosion gleich. Und jetzt. Oh. Der hat richtig Schaden abbekommen. Aber das Einhorn, komischerweise nix. Und jetzt. Oh, knappe Kiste, aber es reicht. Es könnte reichen. Ich habe so einen Wutzauber drauf gedroschen. Lol, guckt euch das mal an. Wie groß der jetzt wird gegenüber den Mini-Golems. Und vor allem jetzt, ja, das Einhorn natürlich auch richtig gut am Heilen dadurch. Das ist schon krass. Er schlägt und hat's geschafft. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Golem König gegen Golem. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Creator Code MBF nicht vergessen. Macht's gut. Tschüss.